Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier bei Eikuchen. Heute mal weder im Auto noch im Wald, aber dafür hier mit den Hasen zusammen, die wir jetzt so ein bisschen füttern. Und zwar wollte ich in diesem Video, wie ihr wahrscheinlich schon erkennen könnt, ich lege mir das hier gerade mal so hin, dass ich nicht die ganze Zeit dingsen muss, geht es in diesem Video heute mal so um Haustiere, so allgemein. Ne? Weil ich meine, ich habe ja selber Haustiere, ich habe schon sehr oft sehr lange Haustiere, also mein ganzes Leben eigentlich schon. Und ich dachte einfach, das ist so ein chilliges Thema, wo man halt auch drüber reden kann. Der hat Bock. Ja, das... So eins hier. Ich denke, das ist ein Thema, wo man ganz, ganz gut drüber reden kann. Ich meine, auch gerade mir wurde ja schon öfter vorgeworfen, irgendwie, dass man die Tiere ja nicht richtig hält oder so und was ich allgemein so davon halte. Also erstmal vielleicht ein bisschen so zurückgedacht. Also schon als ich Kind war, hatten wir eigentlich immer Haustiere. Wo ich ein Baby war, da war es so, dass wir irgendwie eine Katze hatten oder so. Die hat mein Vater mal mitgebracht. Die war irgendwie bei ihm in der Arbeit oder so, war die irgendwie so verklebt in Öl oder so. So eine Babykatze, die haben wir dann aufgenommen. War auch ganz cool. Die ist halt aber irgendwann weggelaufen und die haben wir dann noch nie wieder gefunden. Also zumindest wurde mir das so gesagt. Vielleicht wurde die auch gegessen, keine Ahnung. Das ist halt das erste gewesen und seitdem ich mich eigentlich erinnern kann, so die ersten Tiere, die wir da hatten, das waren halt zum Beispiel so Mäuse. Also Mäuse ist natürlich immer ganz oben. Ich hatte dann teilweise Hamster auch, da der wegstibitzt war. Dann zum Beispiel auch Mäuse hatten wir. Dann hatte ich Hamster, Lemminge. So, also eher so diese kleineren Tiere. Lemminge waren sogar ziemlich cool, Alter. Da hatte ich auch einen. Der ist leider richtig früh gestorben. Der war aber richtig cool, weil der richtig anhänglich war. Also du hast die Hand reingehalten. Der ist instant draufgekommen, so. Der ist auch bei uns in der Familie ist der geboren worden. Also von mir war ich halt da halt so ein Weibchen, das hat halt geworfen. Leider, weil wir zu lange das mit einem anderen zusammen hatten. Und dann hast du, wenn du dich halt direkt drum kümmerst um die Tiere, wenn die halt geboren werden, dann ist das halt mega cool. Der ist auch auf mir eingeschlafen und so. Boah, er streckt sich hier, genau. Das war halt richtig cool. Der ist halt dann leider gestorben, wahrscheinlich weil es Inzucht war oder so. Keine Ahnung, was mit dem los war. Der war auf einmal, ja, krank und tot. Also man hat nicht mal Anzeichen gesehen, hat auf einmal einfach keine Kraft mehr gehabt, ist gestorben. Das ist halt relativ schade gewesen. Aber so passiert das halt. Und dann hatte ich auch erstmal einige Jahre gar keine Haustiere mehr. Und bis ich mir dann, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr... Jetzt ist hier so ein Erbsending lieber. Na, bis ich mir dann letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, das erste Mal wieder Tiere geholt habe, und zwar Wellensittiche. Also ich finde Vögel als Tiere richtig geil. Keine Ahnung, auch Nymphensittiche oder so ein Papagei oder so. Ich könnte mir richtig vorstellen, sowas wieder zu holen. Aber erstmal ist das wirklich sau viel Arbeit, den, sag ich mal, mit denen vertraut zu werden so. Du musst dich halt so den ganzen Tag um die kümmern. Bei den Hasen ist halt chillig so. Na, ich meine, ich bin trotzdem immer so ein bisschen hier und lasse die halt jeden Tag ein paar Stunden raus. Aber selbst wenn ich nur sitze und gar nicht um die kümmere oder sowas, also die kommen trotzdem und lecken mich ab. Also das ist halt ganz chillig. Aber ich finde gerade bei Vögeln ist es halt doch schwieriger, noch deren Vertrauen irgendwie zu kriegen. Und ja, mein Problem war, mit den Wellensittichen war ich eigentlich ziemlich zufrieden, aber dann ist einer gestorben, auch keine Ahnung warum. Also da war halt Manuel bei mir und da ist halt auch ein Tier einfach gestorben, wo wir kurz weg waren. So, ich weiß auch nicht warum. Ist halt einfach gestorben. So, und dann habe ich den anderen auch weggegeben, weil, weiß ich nicht, das habe ich dann nicht unbedingt mitgenommen, aber ich wollte mir dann auch nicht wieder einen neuen kaufen. So, weil das Lustige ist, ich habe mir erst eingeholt und die müssen ja zu zweit gehalten werden. Deswegen habe ich am gleichen Tag bin ich nochmal los, habe noch einen anderen geholt und den einen habe ich mir halt nur geholt, weil ich halt den anderen haben wollte und genau der, den ich haben wollte, der stirbt halt. Das ist so richtig mein Luck. Und dann habe ich mir dann halt Nymphensittiche geholt und das war eigentlich auch ganz cool, aber halt auch wieder anstrengend, laut, du musst dich viel drum um die kümmern und auch wenn du die frei fliegen lässt, die kacken die halt überall hin und das war halt richtig nervig. Vor allem, wenn du überall irgendwas stehen hast und die dir dann irgendwelche Sachen voll kacken. Das ist so nervig, wenn du Tiere hast. Ja, ich persönlich finde natürlich, dass es in Ordnung ist, Haustiere zu halten. Ich sag mal, also die Hasen hier, die würden wahrscheinlich gar nicht existieren, wenn wir keine Haustiere hätten, weil in der freien Wildbahn glaube ich nicht, dass die Generation so gelaufen wäre, wie sie halt jetzt gekommen ist. Die werden ja extra für den Verkauf gezüchtet und deswegen denke ich mal, dass die wahrscheinlich gar nicht hier wären, wenn das halt nicht so wäre. Außerdem finde ich halt, Haustiere haben ja auch so einen psychologischen Wert auf Menschen, so finde ich. Also du hast halt was, worum du dich kümmern kannst, gerade für Menschen, die vielleicht ziemlich einsam sind, ist sowas halt natürlich ganz cool. Was macht der denn? Nimm das doch, Digga. Nimm... Ja, da. Ist das vielleicht ganz cool. Auch an sich für Kinder, die haben dann was, worum sie sich kümmern können. Das sind kleine, süße Tiere so. Also ich denke, ich habe mich da jetzt noch nicht krass eingelesen oder so, aber das sind so die Dinge, die ich zumindest bei der Sozialassistentenausbildung so gehört habe, ne? Dass Haustiere halt auch für Kinder wichtig sein können, dass sie halt auch was haben, worum sie sich kümmern können und so, um da gewisse Kompetenzen so zu erlangen. Und ich finde, solange man die Tiere versucht, so gut wie möglich zu halten, habe ich auch überhaupt kein Problem damit, dass man die halt hat. Also zum Beispiel mir wird...
rastet alle bitte aus hier. Also bei mir zum Beispiel ist es halt auch so, ja, wir haben jetzt hier so einen Käfig, da werden wahrscheinlich auch viele sagen, der ist zu klein. Ich finde generell, die Tiere in so einem großen Gehege zu halten, dass man sagt, okay, das, so würden die auch in, oder das wäre halt in Ordnung, ist halt schwierig, weil ein Hase braucht 2 Quadratmeter, das wären 6 Quadratmeter so. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Raum ist, aber das wäre halt locker die Hälfte des Raums. Also ich hätte sogar mega Bock, ich will mir ja später mal irgendwann ein Haus kaufen, habe ich ja schon mal gesagt. Ich will mir so ein Extrazimmer nur für Tiere machen. So auf dem Boden laufen so Kaninchen rum oder vielleicht auch noch, keine Ahnung, Meerschweinchen oder so, und dann kaufe ich mir noch ein paar Vögel, die da rumfliegen. Also es wäre halt richtig cool. Das würde ich halt mega feiern. Aber so jetzt in einer Wohnung oder sowas, die so richtig zu halten, ist halt schwierig. Also da muss man halt Kompromisse schließen. Ich zum Beispiel lasse die halt dann ein paar Stunden raus, wo sie halt laufen können. Und entweder sie nehmen es halt an oder halt nicht. Das ist ja dann deren Sache. Dann können die ja dann selber entscheiden, ob die das halt möchten. Aber das ist halt so unser Weg, um den halt wirklich so ein normales, also um die ungefähr normal zu halten. Ich kenne allerdings auch Leute, die haben zum Beispiel 2 Kaninchen oder so, und die halten das zum Beispiel nur in den einem Käfig da, wo der jetzt gerade drin ist. Und das zum Beispiel, finde ich, ist viel zu klein. Ich meine, selbst wenn du jetzt sagst, okay, die können 4 oder 5 Stunden raus, ich meine, die können sich nicht aus dem Weg gehen. Die haben nicht mal irgendwie minimal Platz, um da einmal kurz rumzulaufen oder so. Also hier ist es natürlich auch relativ schwierig, aber hier können die schon mal ein paar Schritte machen und so ein bisschen rumlaufen, so, weißt du? Das ist halt dann so ein bisschen natürlich der Vorteil, und sie haben natürlich auch 2, da schlafen die zum Beispiel drin, hier haben die irgendwo ihre Toilette, wobei das wechselt auch immer. Seitdem ich sie sauber gemacht habe, pissen die trotzdem da rein, keine Ahnung warum. Das ist halt nervig, aber da muss man natürlich drauf achten, dass man die halt schon so relativ natürlich hält und die auch nicht irgendwie so in einem viel zu kleinen Käfig oder so, ne? Also die sollen ja auch schon Lebensqualität haben, so, das sind ja trotzdem Lebewesen, das soll man halt auch nicht vergessen. Ich habe sogar vorgehabt, mir einen eigenen Käfig zu bauen, der dann quasi von da hinten rübergezogen bis hier vorne irgendwo geht, also dass er nochmal ein bisschen größer ist als das, was wir jetzt haben. Finde ich aber, also es ist schwer zu realisieren, auch mit Bodenplatte und so, ich bin handwerklich überhaupt nicht begabt, das ist halt schwierig. Da hätte ich aber zum Beispiel halt auch theoretisch Bock drauf. Ansonsten ist es halt bei allen Tieren so, sie brauchen halt einfach sehr viel Platz. Das ist halt einfach, finde ich, so das Schwierigste bei den Tieren. Ja, und natürlich, die brauchen Liebe, Zuneigung, du musst dich halt um die kümmern. Also wenn du halt keine Zeit hast, weil du die ganze Zeit arbeiten musst, ist es halt an sich auch scheiße. Na, irgendwie, die haben gar nicht so viel Hunger gerade. Dann packe ich den Rest mal kurz hier oben hin. Also da sind natürlich, also Haustiere sind natürlich cool, aber es ist halt auch Arbeit. Das sollte man immer noch nicht vergessen, so, ne? Gerade das Saubermachen ist immer relativ nervig, wobei es gar nicht so lange dauert, aber das ist halt trotzdem immer relativ doof. Aber sowas sind halt Sachen, die dazugehören. Mit den Kaninchen bin ich super glücklich. Das sind genau meine Tiere. Die haben wir jetzt seit einem Jahr. Die gehen mir überhaupt nicht auf den Sack. Ich mag die richtig gerne so. Die würde ich auch nicht wieder hergeben. Das ist einfach richtig nice. Das sind genau die Tiere, die ich lange Zeit so gesucht habe. Und ja, muss halt einfach gucken, ob man so mit den Tieren klarkommt, ne? Ob die so in Ordnung für einen sind. Und ich komme mit Kaninchen zum Beispiel ganz gut klar. Und ja, deswegen. Also so meine allgemeine Meinung ist auf jeden Fall, ich finde Haustiere gut, wichtig. Man sollte sie halt einfach nur relativ richtig halten. So, ich glaube, eine richtige Haltung, wie in der freien Wildbahn, das kann man denen nicht geben. Sollte sauber sein, solche Sachen halten. Und dann sollte man sich auch dran halten. Und das dann halt auch machen. Jetzt auf einmal kann er wieder fressen ganz plötzlich. Hm? Du Wichser. Ja, das ist ganz cool. Die chillen da jetzt zum Beispiel ihr Leben. Und ja, das ist so meine Meinung. Könnt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich muss mal wieder anfangen, die Videos auf 10 Minuten zu strecken. Ehrlich, also es geht nicht. Das Geld geht langsam weg, oder? Was sagst du dazu? Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, meine Freunde. Catings, bye.